einen Katscher umgebracht, was? War nur eine Frage der Zeit, bis er sich in Schwierigkeiten bringt. Du siehst gut aus. Ja, so, liebe Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Aber die Nora sollen gut mit Bögen umgehen können. Ja, ja, durchaus. So, Sekunde. Ich muss mir erstmal alles wieder ein bisschen einrichten. Wir können uns unterhalten oder jagen gehen. Ja, also ich würde sagen, wir haben ordentlich was zu tun. Das sehe ich dann. Ich habe jetzt erstmal alles eingerichtet. Super. Folgendermaßen, rede mit Ur... Was? Was haben wir denn hier? Was ist denn aktiv? Ja. Genau. Ich wollte mich ja ein bisschen vorbereiten. Sieht aber aus, als hätte ich alles. Reise ich mal schnell dahin. Weißt du was, wir machen jetzt, wir machen das DLC heute durch. Unabhängig davon, wie lang es jetzt wird. Ja. Es ist echt warm. Also draußen. Wollen wir mal gucken. So. Will ich mal mit Urea schwätzen. Aber eigentlich sollte ich soweit sein, oder? Wir sind Stufe 44. Naja. Geht so, würde ich sagen. Aloy, hier ist sie. Meine Chance, mich wieder mit der Stimme zu vereinen und sie vielleicht mit dem blauen Licht zu vereinen. Diese Chance hätte ich sicher nicht alleine gehabt. Ich brauchte einen Fremden. Jemand, der unwissend über uns ist. Aber nein, nicht unwissend. Ich... Willst du dich bedanken, Urea? Ja, natürlich. Denn so bist du. Du löst Knoten. Und schaffst Möglichkeiten. Danke, dass du diese Reise ermöglicht hast. Ich wünschte nur, Aratak hätte nicht gedemütigt werden müssen. Es war gut, ihn mitzunehmen. Er hat es verdient, so stur wie ein Stein. Aber das musste sein. Der Krieg forderte es. Und ich ebenfalls. Es war nicht einfach für dich, Urea. Hierher zurückzukehren. Alles, um ihre Stimme wiederzuhören. Diesmal hören wir sie beide. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Kriegen wir hin. So. Das ist ein Dreieck. Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder! Ah, das nennen die also Schamanentum. Verstehe. Die lassen da jetzt Feuer in den Lüftungsschacht rein und der kennt jetzt... Der setzt jetzt einen Mechanismus in Gang. Weil Feuer, deswegen... Ah, okay, okay, okay. Los! Die
Die Stimme wartet. Noch einiges mehr. Ups. Du siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Naja, ist okay. Das kriegen wir hin. So, Kunde. So, jetzt. Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Sieht mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Ja. Ist hier hoffentlich auch welches. Die Frage ist jetzt nur, warte mal, wie viel Holz habe ich denn jetzt eigentlich? Habe ich genug? Ja, 2053. So hoch wie Banrio. Das gefällt mir. Hier, einfach rüber. 20. November 2064. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und 12, seit ich hier Chef war. Nur eine Notbesetzung hier, die nicht weiß, was ich hier will. Ich auch nicht. Anita will, dass ich den Betrieb eine Weile unterbreche. Vielleicht für sehr lange. Und ich weiß nicht wieso. Aber ihrem Todfall nach war der Grund entsetzlich. Könnte ich ihr nur in die Augen sehen und sie fragen, was sie so in Panik versetzt hat. Aber das ist ja nichts Neues. Wann wünsche ich mir das schon nicht? Hast du versucht, etwas zu hören? Warum ist die Stimme so leise? Habe ich da irgendwas umgeändert? Nein. Na gut, dann wollen wir mal. Keine Ahnung, warum ich jetzt eben den stillen Schlag nicht machen konnte. Jetzt bleibt mal ruhig hier. Mami macht das schon, ne? Das gefällt mir allerdings nicht. Es war so klar. Es wäre cool, wenn die Drähte droppen würden. Warum müssen die schon wieder rumeiern? Ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist, aber... Ja, das ist mir schon klar. Je höher, desto besser die Aussicht. Das ist mir... Das wird passen. Barga braucht das für das Schmiedefeuer. Super. Dann haben wir das doch schon mal hingekriegt. Wir sollten höher gehen, ne? Kann ich das? Nee, da muss ich hier rüber. So, erstmal wieder ein paar Pfeilchen machen. Er hat doch mehr gefressen als gedacht, aber hey. Es ist immer so eine Überwindung, das Spiel zu starten. Und wenn man es gestartet hat, Leute, dann fragt man sich immer so, warum habe ich so lange gebraucht, es zu starten? Es macht einfach Spaß. Es ist schön. Es ist einfach wunderbar.
Geht nach oben, wenn ich fertig bin. Das ist super. Da geht's nach oben, glaube ich. Muss ja ganz ehrlich sagen, ich auf der einen Seite finde ich das Spiel ziemlich geil, auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass wir das schnell durchhaben. Dann kann ich nämlich das nächste starten. Das Forbidden West. Müssen die ganze Zeit mir ins Ohr spraddeln? Das wird schick. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamane. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Also wenn ich genug Damage machen würde... Ich habe verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Dann hätte ich auch kein Problem. So. Und direkt da drüber? Nee. Ich will erstmal gucken, dass ich hier speichern kann. Nur für den Notfall? Medizinbeutel ist voll. Ich würde den zweiten Weg nehmen, wirklich. Weil hier unten dann doch ein bisschen zu arg ist. Frage ist nur, wie komme ich da hin? Vielleicht hier lang. Obwohl es mir in den Fingern juckt, die ganzen Maschinen zu plätten, sage ich ganz ehrlich. Kann ich irgendwas herstellen? Hab keine Ahnung, was das ist, aber von mir aus. Aber eigentlich wollte ich Fallen und Tränke herstellen. Das kann ich sicher noch gebrauchen. Ich ging dort lang, vor Jahren, als ich vor den Maschinen Deckung suchte. Dort stehen jetzt sicherlich Wachen, aber vielleicht bleiben wir unbemerkt. Wenn nicht, ist das... Was zum Geier? Ich will zwar nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, dass mein... Naja, vielleicht sollte ich das Stativ auch mal festsetzen. Das Mikrofon ist mir gerade voll in den Dingsbums gerutscht. Ja, oh, ich mag Pirscher nicht. Ich mag die echt nicht. Pirscher, das ist so ein bisschen mein Nemesis. Das lief sehr gut. Ich habe noch genug Drähte. Als würde Kühlsaft durch diese Rohre hier fließen. Aber warum? Das war dumm. Vor allem habe ich 3 Pfeile vergeudet. Also für solche Missionen ist der Bogen einfach der Hammer. So, die Frage ist jetzt nur, da ist der kaputte Pirscher. Den will ich natürlich looten, das ist klar.
Oh, eine schöne Eisspule. Kein Problem. Wir müssen nach oben. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Rückendeckung gewinnen. Los geht's. So leise wie möglich. Das habe ich vor. Achtet auf Minen, wenn Pirscher da sind. Hallo. Hallo. Eine Mine. Macht euch bereit. Aber den Pirscher habe ich geknallt. Das ist gut. Wieder einer von den Pirschern. Na komm her. Ich werde tun, was ich tun muss. Super. Es lief jetzt nicht. Das lief jetzt doch ein bisschen blöder als gedacht, aber dadurch, dass wir gut aufgeräumt hatten, kann ich mich nicht beschweren. Gut, etwas, was ich nicht einsammeln kann. Das ist super. Alles schön voll machen. Fähigkeitspunkte 3. Super. Schnellerer Sprint. Ach, stiller Sprint. Geil. Ja, genau das wollte ich. Vorfallbericht. Ja, komm, ist mir egal. Wir sind hier nicht, um die Story kennenzulernen. Ja gut, ne, hier wären wir wahrscheinlich durchgegangen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der hat gut Schaden gefressen. Super. Das lief doch schon mal sehr, sehr gut. So. Ja komm, ist jetzt nicht so tragisch. So, ich muss mal gucken, dass ich irgendwo eine Schadens- und eine Handhabungsspule bekomme, weil so langsam wird der... Ist zwar schön, dass er so ein One-Hit... Dort oben ist ein Unschutz. Wir sind fast durch. Ich kann das Kühlsystem nicht wirklich abschalten. Aber ich kann den Stromverbrauch drosseln, bis es vollständig von der Caldera verdeckt wird. Ja. Aber wovor verdeckt? Firebreak aus Sicherheitsgründen schon immer geheim. Aber das wäre überlegen. Selbst für den verstorbenen Mr. Blevins. Was könnte Anita aus der Ruhe gebracht haben? Ja, was könnte Anita aus der Ruhe gebracht haben? Keine Ahnung, wenn das alles so streng geheim war. Finde ich so ein bisschen komisch, dass das Spiel auf 120 FPS gedrosselt ist. Nee, wirklich. Wirklich. Ich verstehe es halt nicht, weil es ist nicht... Es war schön, dass die Aktualisierungsrate 144 Hertz ist, aber... Irgendwie... FPS-Limit 120...
Das Spiel ist doch gar nicht mal so alt. Da wären wir wahrscheinlich woanders herausgekommen, oder? Möglich. Ja, da wären wir wahrscheinlich schon hier rausgekommen. Wenn wir den Weg von dem Aratak genommen hätten. Ja, 26 Grad aktuell im Zimmer, das ist noch einigermaßen annehmbar. Licht, um mich zu erschrecken. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Bis auf George. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert. Ohne unseren hochgeschätzten Direktor Kenny Chao. Also ciao, ciao. Nur dank dir schläft die Illustrum Caldera. Du verdienst deine Margarita. Einen Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chao. Okay, Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Was? Dafür sieht aber noch ganz schön jung aus. Aber ich will es nicht hinterfragen, okay? Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Orea. Dieser Ort sollte schreckliches aufhalten. Das tat die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Wir können durch. Ja, ja. Die sollte wahrscheinlich verhindern, dass der Vulkan ausbricht. Ja. Warum also macht mich der nächste Teil so nervös? Ich muss nur Anitas geheimnisvolle Software installieren und ein Gespräch führen. Es ist doch nicht mal ein Mensch, stimmt's? Tja, wie so oft. Geniale Genies müssen damit... Das wird nicht leicht. Wird es nicht. Ah, ist ja mich dabei, ne? Solange ich mich nur ein bisschen verstecken kann... Klappt das schon? So, wenn der sich rumdreht, ist er Geschichte. Ohne, dass irgendwer irgendwas mitkriegt. Geh mal aus dem Weg. Mami ist am Zielen. Na komm her! Dreh dich rum! Oh, du Lümmel. Was kriege ich von hier einen guten... Ja, ja, ja. So, die Kleinen müssten eigentlich zwei Schüssen ausreichen.
War das ein Grit? Ich krieg hier aber gut Draht. Das darf man nicht von der Hand lesen. Ich glaube, wenn ich da runterfalle, geht's abwärts. Und das da hinten? Ein Versenger. Der gefällt mir nur vage. Ist aber schon ziemlich geil. Also Location, grafikmäßig, das Spiel ist einfach die Bombe. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja. Warum ich da den Arsch nicht getroffen habe, weiß ich nicht. Da hat nur einer von drei getroffen. Okay. Ihr habt zwar... Dämonischer Plünderer? Woher kam der denn? Ich will zwar jetzt nichts gesagt haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der da hätte nicht sein sollen. Na gut, ohne ein bisschen auf die Fresse zu kriegen, kann man da nicht einfach durch. Macht schon Sinn. So, die Frage ist jetzt, muss ich jetzt durch die Tür oder will ich durch die Tür? Oder komme ich da wieder zurück? Das wäre natürlich die nächste Interpretation der Tür, dass man da entweder zurückkommt oder... Wer weiß, was da rauskommt? Ja, ist okay. Ich wette, ich wäre da wahrscheinlich mit Aratax Weg durchgekommen. Möglich, möglich. Dann gehe ich mal. Das sieht für mich aus wie eine Brutstätte. Brauche ich später noch. Ja, das brauchst du auf jeden Fall. Achso, ja, muss ja heilen. Stimmt, das muss ja gehalten werden. Es geht los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Oh nein, Donnerkiefer. Ich meine, schön, dass ich hier diesmal nicht alleine bin, aber... Das hätte mich jetzt fast mitgenommen, du dreckiges Arschloch, du. Wo kommen die denn her? Da kommen die her. Hals drauf. No, Kacke. Mist, die kämpfen halt mit Eis und ich bin halt darauf nicht vorbereitet.
Einfach aus dem Aspekt her. Ja komm, Vieh dürfte da jetzt auch nicht mehr sein. Der hat gesessen. Fuck. Warum immer auf mich? Drauf geschissen. Eieiei. Ich halte nicht viel von Ruhmes Liedern. Aber dieser Kampf war einer Strophe würdig. Dach. Hallo, ich würde gerne. So, damit kann Daga den Eisdorn klicken. Finden wir's raus. Gut, ist eigentlich ganz cool. Jetzt kann ich zu Vaga zurückkehren, ohne den ganzen Hin- und Her-Klimpeln machen zu müssen. Ich habe aber sehr viel gefressen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da jetzt auf einmal so ein dämonischer Donnerkiefer vorbeikommt und mir auf den Sack geht. Hat schon Ei gequetscht, okay? Hat schon mir ein Ei gequetscht. Erstmal aus in meine Flasche kippen hier. Es ist Jahre her, seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat. Brauche eine neue Schutzhülle für mein iPad. Die alte löst sich langsam auf. Bin ich gerade dabei, die Schutz... Dann finden wir einen anderen, Orea. Versprochen. Schicht von der Lederhülle so ein bisschen abzupellen. Also gut. Los geht's. Ja, wenn wir es. Ich kippe jetzt gerade noch für 3 Sekunden mein Eiszee in meine Trinkflasche rein. Ich hoffe, das ist genehm. Aber Graf, als Profi-Let's Player solltest du doch vorbereitet sein. Ihr wisst doch, dass ich ein Vollidiot bin, was das angeht. So, machen wir weiter. Jo, schön runter, ne? Irgendwie. Das läuft eigentlich ganz gut. Es sieht schon geil aus, ne? Also optisch. Da ist schon ein schönes Meisterwerk geschaffen worden. Das lässt sich nicht... von der Haut weisen. So, Metallgefäß, Lohe. Drähte haben wir sogar auch mehr, als wir reingegangen sind. Da geht's rein. Aber hier gibt's noch eine Vorratskiste. Sogar 2 Gesundheitstränke, das war nicht schlecht. Ressourcen und Modifikationen. Echohülse, Metallgefäß rein. Oh. Ich bin voll. Dass ich das noch erleben darf. Mein Inventar ist voll. 120 zu 120. Zerlegen. Ja, machen wir mal 2 Stück davon. Von allem mal 2 stacken. Warum eigentlich nicht? Ich meine, guck mal, wie viel von diesen Echohülsen ich habe.
Teilgefäße habe ich auch mehr als genug. No, ernsthaft. So, von denen wollte ich doch auch noch zwei Stecken zerlegen. Sollten ausreichen. Dann mache ich hiervon noch zwei Stecken. Ja, wenn man so ein sparsamer Fuchs ist wie ich, hat man dann doch ein bisschen was zu tun. Da kann einem das Inventar ganz schnell zumüllen. Was aber nicht so schlimm ist. So, was haben wir denn hier? Ja, ich muss mal wirklich gucken, demnächst bei einem Händler, was da alles noch von Wert ist. Weil ich glaube... Die Grünmodifikation kann ich alle weghauen. Bei dem Blauen bin ich mir sogar auch noch nicht ganz sicher. Handhabung, Handhabung, Abriss, Handhabung, Handhabung. Nö, habe ich irgendwie, ich will mal was gucken. Schaden, Spule, Spule, Schaden, ja. Pff. So. Warte mal, was sagt denn eigentlich mein Epsilon? Outfit 10, 57, 114. Ja, 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 ja. Natürlich. Ist natürlich alles jetzt nicht gerade einfach zu entscheiden. Langbein, ja, ja. Plündererlinse, ja, weißt du was? Ich mache erstmal das, dass ich ein bisschen Platz habe, für den Fall, dass hier noch irgendwas aufzufinden ist. Und ansonsten würde ich sagen... Naja, gibt ja auch nicht viel hier, ne? Ich rate, ich muss hier das Ding sauber machen, weil die zu blöd sind zu klettern. Also das ist mir die einzige Wüste aktuell bei den Temperaturen hier draußen gerade wesentlich lieber als Dingsbums. Was? Wir haben es geschafft. Wir haben sie alle. Was? Neues Metall. Feuer und Blitze. Dieser Ort ist für Maschinen, nicht für Menschen. Ich bin bei dir, Bruder. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber was? Wir werden nur so lange bleiben, wie wir müssen. Und wir müssen an der Lüftung vorbei. Bleibt hier, bis ich einen Weg für uns gefunden habe. Ich brauche... Von hier aus kann ich sie wohl nicht schließen. Ich muss rübergehen.
ist in der Luft. Will zwar jetzt nichts sagen, aber... Achso, ja. Aua! Da kann ich nicht durch. Da muss ich hoch wahrscheinlich. Komm, mach da rüber. Damit du nach da oben kommst? Ich habe keine Ahnung, Mädchen. Mach mal den Chili Milli hier. Erstmal Zeug sammeln. Hier kommen sie. Okay. Ich muss wohl rüber, um die Brücke auszufahren. Ich habe zwar keine Ahnung, warum du da jetzt runtergesprungen bist und warum ich da jetzt... Och nee, ernsthaft. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber die machen gut Schaden. Das lief gut. So, lass mich überlegen. Ich muss da wahrscheinlich wieder hoch, ne? Und dann mit so einem Ding darüber fahren. Da habe ich mir schon fast gedacht. Krieg ich dich? Jawohl. Was ist denn Vorsicht? Was denn jetzt schon wieder? Hm? Warum komme ich da nicht? Okay, da brauchte ich nur hochkommen, um die Brücke zu reaktivieren. Okay, verstehe. Und hier komme ich dann... Glaube ich. Okay, das ist lustig gewesen. Dieser Ort sieht wie der Berg aus, bevor der Dämon ihn verdorben hat. Einfach mal ein Ding reinstecken. Egal was es ist, wird schon irgendwas passieren. Identifiziert. Er muss aufgehalten werden. Er hat die Anlage rekonfiguriert. Feindselige Menschen. Übernahme bevorstehend. Ich habe dieser Nachricht zusätzliche Daten. Die Stimme spricht zu uns. Eine Aufzeichnung. Und eine Warnung. Wer ist das? Was ist das für ein Name? Vielleicht sagt uns die Stimme mehr, wenn es noch weitere Nachrichten gibt. Du hast recht. Gehen wir weiter. Bist du dir da sicher, Mädchen? Das hört sich jetzt nicht zwingend gut an. Was genau wird sie beim Aufwachen erwarten?
werde einen Weg suchen. Lass mich raten, da werden bestimmt einige wach, wenn hier irgendwas passiert. Will zwar nichts gesagt haben, aber es lief gut. Gefällt mir gar nicht, Freunde. Es gefällt mir wirklich kein Stück. Warte mal. Wenn das Ding hier so ein bisschen... Er hat gesessen. Ja, setz ihn wieder auf. Ich bin zu weit weg. Ich bin zu weit weg. Ich bin dafür zu weit weg. Seht mich nicht. Ihr solltet mich nicht sehen. Ich lasse die jetzt mal ein bisschen entspannen. Hinüber. Jetzt mache ich noch mal ein paar Pfeilchen, weil ich das Gefühl habe, ich brauche ein paar mehr. So, und jetzt warten wir mal einen schön aufgeladenen Trippelschuss. Dann also auf die harte Tour. Warum hat der so viel gefressen? Eigentlich gar nicht schlecht, weil ich jetzt hier ein bisschen die Hitbox von denen raushaue. Das bedeutet, offiziell können die mir hier nichts tun, glaube ich. Deswegen verlieren die auch wieder ihren Fokus. Ich muss jetzt nur Geduld haben und darf es nicht übertreiben. Guck mal, der ist doch schon wieder außerhalb von... Guck mal, der hat sogar noch einen elektronischen Kurzschluss. Das bedeutet, er kann jetzt nichts machen. Wow. Er hat gesessen.
Okay. Lief sehr gut sogar. Handhabung. Aber es ist blau, ne? So, dann will ich erstmal hier rüber. Hilft deinen Verbündeten durch den Produktionsbereich. Lass mich raten, ich muss jetzt hier rüber. So. Und da muss ich noch ein paar Brücken aktivieren. So, erstmal runter. So, dann gucken wir mal. Hierhin müssen wir. Als könnten die da nicht hochspringen. Komm schon. Das war knapp. Ich glaube nicht, mit dem kurzen Sprung hätte ich das nicht hingekriegt. So, dann kommt mal mit. Ohne mich machen würden. Gut, dass du den Weg freiräumst. Mii-Gutachten. What the fuck? Das interessiert mich jetzt nur. Darunter muss ich. Ich glaube, wenn ich darunter springe, gibt's. Aua, bo, haua. Aber wir könnten. Naja, ob das so eine kluge Idee ist. Wir könnten auch hier lang gehen. Das mit dem Metall im Hintergrund, das dann halt ab und zu mal auch so aufleuchtet, wenn es dunkel ist, ist so geil. Heilpflanzen. Glück gehabt. Ja. Macht gerade so viel Spaß. Ich weiß, dass wir schon fast eine Stunde dran sind, aber es ist mir so scheißegal. Die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nachricht. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagt. Ernsthaft. November. Operation Enduring Victory macht Schlagzeilen. Der Pharaoh-Schwarm rückt an. Anita scheint Firebreak vor ihm verstecken zu wollen. Das heißt, sie glaubt, dass wir verlieren werden. Und der Schwarm Yellowstone erreichen wird. Mein Gott. Wenn das geschieht, sterben so gut wie alle. Alle außer Zion. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Finde einen Weg für uns. Ja, da bin ich dran. Ich will jetzt nur erstmal ein bisschen von oben noch aufräumen, so gut ich das kann. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Es war nur einer. Weird, da einfach nur einen ganz normalen Wächter hinzustecken, aber ist okay. Da unten kann ich auch noch hin. Komm schon.
Warum kann ich da nicht hoch? Ob ich das wohl zerstören kann? Ich weiß, dass ihr da auf mich wartet. Bleibt ja auch nichts anderes übrig. Könnt ihr euch nicht so geil abseilen wie ich? Der Firefox spielt Omsi. Ja, ist okay. Wie, das war's? Ne. Wo bin ich dann hier hochgeklettert? Hä? Nee. Hier muss ich ja schon irgendwie hin. Frage ist nur, wie komme ich da hin? Wofür bin ich denn da hochgelaufen? Hier? Ah, okay. Hier entlang. Okay, und dann nach oben. Und dann hier lang. Ja, jetzt nach oben. Und dann hier entlang. Super. Die bewegen sich auf seitwärts. Ja, je nachdem, wie sie liegen, ne? Schön die Ruhe bewahren. So, und jetzt nach da oben. Komme ich da auf so hin? So, und dann nach da drüben und dann nach da oben hin irgendwie. Man kann es auch übertreiben. Das hat wehgetan. Naja, man kann nicht überall Glück haben, okay? Man kann das nicht überall haben. Oh, ist noch so ein Vieh. Na, guck mal her. Super. So, und jetzt hier rüber und dann irgendwie da hoch und dann irgendwie darum und mal hier in die Lava gepisst, dann ist alles gut und dann... Oh nee, oder? Na, das wird ein Spaß. Jetzt, dass du mir bloß nicht die Kraft in den Fingern verlässt, Aloy-Schatz, sonst bist du... gibt's gebratene Aloy-Schenkel. Darauf habe ich jetzt auch relativ wenig Lust.
Haben wir ja noch ein bisschen mehr zu tun. Ich habe keine Ahnung, wie der mich da erwischen konnte. Da werde ich garantiert nicht so rüberspringen. Frage ist jetzt allerdings, wie kriege ich den denn getriggert? Na komm her. Ja, kannst nichts machen, ne? Ja, lief doch super. So, und jetzt hier irgendwie hoch. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber es war ein gewagter Sprung. So, Abriss. Da haben wir mal ein bisschen schneller. Zeit für den Abflug. Ich habe keine Ahnung, was du hier die ganze Zeit... Von was für ein Abflug du hier laberst. Aber ist okay. Jetzt zu... Ah, ja. Und die bringen mich jetzt auf die Plattform. Ich verstehe. Glaube ich. Hoffe ich. Ja gut, hier oben. Und von dieser Plattform kann ich also irgendwas machen. Okay. Gut. Die anderen werden es leichter haben, hier zu kommen. Ja, durchaus. Aber, Aloy, wir wären ja nicht die Heldin hier, wenn wir es leichter hätten als die anderen. Kommen die denn jetzt rüber? Super. Na, das ist wirklich super. So, haben wir nochmal ein paar Pfeilchen, ne? Alles ready to go. So, trotz alledem, Inventar, Waffen. Danke. Jawohl. Sieht wieder alt im Fahrt aus. Wir sind nah dran. Mein letztes Gespräch mit Anita Pritchett. Als Anhang hierzu, falls jemand das hier je findet. Ja. Ich werde sie nie wiedersehen. Letztes Lebewohl. Mach's gut, Chang. Chang Mang. So. Irgendwas sagt mir, dass wir nach oben sollen.
Offizierenzugriff. Als amtierender Leiter der digitalen Sicherheit für vorübergehende KI-Administrator für das Firebreak-Projekt erkläre ich hiermit, dass ich das Operikularmuster für die regulierende KIs hier am 17. September 2064 gemäß dem Protokoll aktualisiert habe. Und um sie gegen jegliche Manipulation, Einmischung, Verwirrung oder Mutwilligkeit von außen zu schützen. Wie bei den vorherigen Updates nach der Aktivierung des Quellknotens müssen die übrigen Datenknoten verbunden werden, um einen Fluss zwischen intakten benachbarten Knoten zu ermöglichen und diesen dann wieder in den Quellcode zu verbinden. So wie wir es kennen. So. Mögliches Sicherheitsrisiko erkannt. Analysiere Kontrollmatrix. Ja, genau, Kontrollmatrix. Das wird sein. Sicherheitsrisiko bestätigt. Fuck. Das muss doch irgendwie... Ich probiere es mal andersrum. Bringt mir auch nichts. Zack, 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 zack. Ja, jetzt hier schön außenrum. Hier lang. Da lang. Wenn das hier wieder rein muss, dann muss es so laufen, so laufen. Ich gehe das jetzt mal genau andersrum entlang. Zack, 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 zack. Ah, haha. Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea, deine Dienerin, deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzuheben. Keine Liten. Aber ich schon. Aber wer sollte so Killermaschinen herstellen wollen? Vor allem warum? Ich verstehe das halt nicht. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören. Ist das überhaupt möglich? Maybe. Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Das ist abzuwarten, ja. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich.
Aber ich kenne deine Antwort. Ja. Das ist schön. Dann führ uns in die Schlacht. Na super. Ich würde sagen, ich glaube, ich mache doch nochmal einen Schnitt. Es wird mir echt zu lang. So, dann würde ich sagen, Leute, bevor es jetzt großartig hier zu lang wird, haut rein. Bis zum nächsten Part. Tschüss.